Peter Goldschopf steht nach einem Tenniskrimi im Achtelfinale des ATP Masters in Shanghai. Der 29-Jährige bezwang den Ungarn Martin Fucsovics nach 2:38 mit 6:4, 6:7, 3:7, 7:6, 7:5. Im Tiebreak des dritten Satzes holte der Münchner dabei einen 1:4 Rückstand auf. Goldschopf hatte im Mai gegen Fucsovics noch das Finale von Genf verloren und seinen zweiten Titel auf der ATP-Turnier verpasst. Im Achtelfinale trifft er nun auf den Australier Matthew Ebden, der Dominic Thiem, Österreich, Nummer 6, aus dem Rennen warf. Ebden benötigte beim 6:4, 6:7, 8:10, 7:6, 7:4, sogar 2:45. Auf Deutschlands Topspieler Alexander Zverev, Hamburg, Nummer 4, wartet derweil am Mittwoch in der zweiten Runde eine hohe Hürde. Gegner ist der Georgier Nikolaos Basilashvili, der am Sonntag im Finale der China Open in Peking den US Open-Finalisten Juan Martín del Potro, Argentinien, bezwungen hatte und in der Weltrangliste auf den 23. Platz vorgerückt war. Der Hamburger Mischar Zverev und der Nürnberger Maximilian Matara waren bei dem mit 9,2 Millionen Dollar dotierten Wettbewerb in der ersten Runde gescheitert. Für beide war es jeweils das fünfte Erstrundenaus in Folge. Das Einzeldraw aus Shanghai. Werbung.